Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Dubaro, wurde sich so gewünscht bei mir in den Videovorschlägen auf Discord mit dem Gamer-PC i9-12900KF mit RTX 4090 für 3799 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Zuerst wie immer das Gehäusebild, das ist einfach nur, wie gesagt, das Gehäusebild, da ist nichts drin verbaut. Dubaro hat einige Systeme, wo irgendwas drin verbaut zu sein scheint. Die Bilder sind aber so klein, da kann man gar nichts rausziehen, was irgendwie verbaut sein könnte. Hier ist es wirklich nur das Case, das ist völlig in Ordnung. Kommen wir zum Prozessor. Hier haben wir einen Intel i9-12900KF. Der hat 16 Kerne, 8 Performance und 8 Efficiency Kerne, beziehungsweise 24 Threads, also 16 Performance Threads und 8 Efficiency Kerne. Ist einfach nur dazu gedacht, wenn ihr Performance braucht, zum Beispiel beim Zocken, dann schalten die sich zu. Ansonsten arbeiten eigentlich nur die Efficiency Kerne. Ist stromsparend, ist in Ordnung soweit, ist bei den aktuellen Intel-Generationen einfach so. Ab dem 12600K. Der 12400 zum Beispiel, der hat das noch nicht. 125 Watt TDP, der kann aber auch bis 241 Watt ziehen. Das ist eben auch diese Thematik mit dem Performance-Kern, sobald die sich dazu schalten. Der unterstützt offiziell DDR5 4800 MHz oder DDR4 3200 MHz. Top-Prozessor. Danach kommt nur noch der KS. Also der hat jetzt zwar keine integrierte Grafikeinheit, ja, braucht man aber auch nicht, wenn man eine Grafikkarte hat und ist im Moment noch das Schnellste, was ihr so auf dem Markt kriegen könnt. Wie gesagt, es gibt noch den KS, der macht aber keinen Sinn. Der ist auch ein bisschen teurer und sehr, sehr schlecht zu kühlen. Deswegen ist gut, dass sie den hier genommen haben. Könnt ihr streamen mit, könnt ihr zocken mit. Klar, bald kommt die 13.000er Serie, aber der 12er hier, der ist echt in Ordnung. Und der kostet 570,25 € bei Mindfactory. CPU-Kühler ist die Corsair H150i Elite Capellix. Die hat 5 Jahre Garantie, ist eine 360er Wasserkühlung mit RGB-Beleuchtung. Die ist schon in Ordnung. Beim Zocken und Streamen und auch beim Rendern wird die schon ihren Job machen. Wenn man den Prozessor jetzt natürlich unter Volllast setzt, zum Beispiel mit Cinebench oder Prime 95 oder so, dann wird die auch gut zu kämpfen haben, weil das halt einer der Top-Prozessoren sowieso auf dem Markt ist und halt dementsprechend auch warm wird, ne? Also der taktet sehr hoch, hat sehr viele Kerne, aber die wird erstmal ausreichend sein für dieses System. Und die kostet 189,89 € bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein Gigabyte Z690 Gaming X DDR4. Das habe ich selber auch, das Mainboard. Das reicht für den Prozessor auch aus. Natürlich gibt es bessere auf dem Markt. Und wer so viel Kohle hinlegt, will eigentlich auch ein besseres Board haben. Aber die Grafikkarte alleine kostet über 2000 Euro. Das ist schon in Ordnung, dass sie das genommen haben. Natürlich denkt man, wie gesagt, bei dem Preispunkt, auch bei dem 12900KF, dass man ein besseres Board kriegt. Aber wie gesagt, es reicht aus. Man kann übertakten, ist der Z690-Chipsatz. Hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann eine SSD verbaut werden, hier unten können noch 3 weitere SSDs verbaut werden, hier kommt die Grafikkarte rein, da unten könnt ihr noch eine Capture-Karte, eine WLAN-Karte oder sowas anschließen. Dann haben wir noch Toslink, Mikrofoneingang und Line-Out, zum Beispiel für Kopfhörer oder Lautsprecher, Netzwerkanschluss, dreimal USB 3.0, zweimal USB 3.1, dann haben wir USB Typ C noch dabei. Die Onboard-Grafik werdet ihr nicht benutzen, weil ihr sowieso eine Grafikkarte habt und der Prozessor sowieso kein Bild ausgeben kann und viermal USB 2.0. Das ist schon ausreichend. Wie gesagt, man wünscht sich was Besseres, aber es ist okay. Und das kostet 209 Euro bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine 24 GB Nvidia RTX 4090 beliebiger Hersteller. Man kann eigentlich froh sein, wenn man überhaupt noch eine zu einem gescheiten Preis bekommt. Also die wird eigentlich bei Nvidia gelistet für um die 2000 Euro rum. Hier haben wir auch verschiedene Custom-Modelle, zum Beispiel von MSI oder Gigabyte oder ähnliches. Da seht ihr 1949 bis 1999 Euro, teilweise auch drüber, je nachdem welches Modell das ist. Bei Geiz halt sehen wir hier auch die Preise 2449 Euro, 2614 und so weiter, weil die einfach schlecht verfügbar sind. Wir rechnen jetzt mal mit diesem Grundpreis von Nvidia. Die Founders Edition sollte mal irgendwie 2000 Euro kosten oder 1950 oder so. Wir rechnen jetzt damit, rechnen das gleich beim Warenkorb einfach oben mit drauf. Wir wissen ja leider sowieso nicht, welche Grafikkarte wir bekommen. So, und jetzt kommen wir mal zu der Grafikkarte an sich. Die 4090 ist im Moment das Top-Modell von Nvidia.
Ich finde einfach keine FPS-Tests jetzt großartig im Internet. Es gibt natürlich Benchmarks, es gibt von verschiedenen YouTubern natürlich irgendwo FPS-Tests, aber nicht diese Videos, die ihr sonst kennt von mir, dass da wirklich nur verschiedene Spiele gezeigt werden und man die Daten ansieht. Ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung sämtliche Kanäle, wo diese Grafikkarte getestet worden ist. Macht euch selbst ein Bild. Es ist die schnellste Grafikkarte gerade am Markt. Man muss jetzt noch schauen, was AMD macht in Zukunft. Klar, das wissen wir alle noch nicht. Aber das ist einfach nur ein Monsterteil. Hat eine Mehrleistung gegenüber zum Beispiel einer 3090 von, glaube ich, 40% oder 45%. Es ist unfassbar. Je nach Anwendungsfall. Ne? Es können Spiele sein, Benchmarks sein. Wahnsinns-Grafikkarte. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB, 2x16 DDR4, Kingston 3600 MHz Fury Beast RGB. Natürlich könnte man jetzt erwarten, wenn man so ein top-modernes System hat, gerade mit der aktuellen Grafikkartengeneration, dass man vielleicht DDR5 nimmt, aber dann wird es sowieso wieder teurer. Nimmt man jetzt DDR5 mit dem DDR5-Board und so, dann steigen die Preise ins Unermessliche. Das ist irgendwo eine Vernunftsentscheidung. Man hätte auch Corsair Dominator oder so nehmen können, ist klar. Aber der ja 3600 MHz, was sowieso über der Spezifikation von Intel ist, ist ein 32 GB RGB-Beleuchtung, ist auch mit dabei, das passt schon, das ist okay. Und der kostet 145,89 € bei Mindfactory. Die Festplatte ist eine 2 TB Kingston Fury Renegade. Warum die da drin gelandet ist, weiß ich nicht. Ist eine sauschnelle SSD. Gut, der Preispunkt rechtfertigt es irgendwo. Man braucht es nicht unbedingt als Gamer. Es reichen auch die normalen Kingston NV2 oder so eine Samsung oder so. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 7300 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 7000 MB die Sekunde. Das sind einfach 7 GB pro Sekunde Lesen, Schreiben. Wenn ihr jetzt 2 Stück im System hättet davon, würde ich das verstehen. Wenn ihr viel hin und her kopiert, dann macht es Sinn. Es ist aber halt einfach eine SSD. Immerhin 2 TB, finde ich gut, dass sie darauf geachtet haben. Erwarte ich bei so einem Preispunkt auch. Es ist eine Top-SSD, klar, aber man hätte da irgendwo noch ein bisschen sparen können. Aber ist geil, dass sie drin ist. Und die kostet 229,49 € bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein 1000 Watt Be Quiet Straight Power 11. Da haben sie sich natürlich ordentlich vorbereitet. 1000 Watt muss nicht unbedingt sein. Man kann tatsächlich 850 Watt Netzteile nehmen. 1000 Watt ist aber auf der sicheren Seite auf jeden Fall. Ich bin echt keiner, der bei Wattzahlen irgendwie spart. 1000 Watt finde ich trotzdem halt viel, aber ist ja nicht schlimm. Ihr habt dadurch keinen höheren Stromverbrauch oder so. Es ist ein gutes Netzteil, qualitativ hochwertig, vollmodular. Es ist 80 plus zertifiziert, Gold, und es ist völlig in Ordnung. Und das kostet 178,88 € bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein Corsair 5000D schwarz. Das ist qualitativ gesehen echt ein gutes Gehäuse. Optisch gesehen natürlich auch. Ist Geschmackssache, mir gefällt's. Ne? Klare Sache. Hat vorne eine geschlossene Front, hat aber hier links und rechts diese Lüftungsschlitze. Dadurch, dass das Case sehr groß ist, kommt auch einigermaßen Luft rein. Ich hätte lieber das Airflow genommen. Wäre mir sicherer gewesen. Gerade, wenn die 360er Wasserkühlung da drin werkelt, dann noch der 12.900 KF drin ist mit der 4090. Weil da entsteht schon ordentlich Wärme und da hätte ich schon die Airflow-Variante genommen mit dieser Airflow-Front. Die kann man, glaube ich, sogar tauschen. Man kann bei Corsair, glaube ich, die Airflow-Front bestellen, dass man die kriegt. Ich hätte es aber in der Grundkonfig besser gefunden. Aber an und für sich wirklich ein gutes Case. Kann man nicht meckern, passt. Und das muss auch sein bei dieser Konfiguration, weil diese 4090er-Karten, also wer das noch nicht mitgekriegt hat, die sind solche Klopper, die sind so riesig, da muss man einen riesen Case für nehmen. Und das kostet 150,10 € bei Equipa. Betriebssystem ist wie immer nicht mit dabei. Könnt ihr auch bei meinem Partner einen Key kaufen und ganz normal beim USB-Stick einfach Windows installieren. So einen USB-Stick könnt ihr euch selber fertig machen. Die Anleitung dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Habe ich extra ein Video zugemacht. 2 Jahre Garantie mit Retourenschein, also kein Pickup und Return. Ihr müsst das Ding selber zur Post bringen und glaubt mir, das ist schwer. Also ihr müsst den Postmann dann irgendwo vorne abfangen, am besten an eurer Haustür. Falls er gerade was zustellt, dann drückt ihr ihm das in die Hand. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.673,50 € plus, und jetzt kommt der Haken an der Sache, sagen wir mal 2.000 €, weil das dieser Grund-Nvidia-Preis war. Ja, dann seid ihr also bei 3.673,50 €. Und das System kostet knapp 3,8. Ist ein guter Deal. Ihr kommt an die Grafikkarten jetzt gerade sowieso nicht dran zu vernünftigen Preisen. Der Haken an der Sache hier jetzt, ihr wisst nicht, was ihr genau bekommt für eine Grafikkarte. Es gibt ja verschiedene Modelle, habe ich ja eben gezeigt, aber die sind von der Leistung ja circa alle gleich. Da ist das Kühldesign dann verändert worden. Natürlich haben einige Karten so mehr oder weniger OC, dass sie noch ein bisschen übertaktet sind und so, aber grundsätzlich sind die alle gleich. Und das System, was drumherum gebaut worden ist, finde ich schon okay. Klar hätte man DDR5 nehmen können. Klar hätte man DDR5 Mainboard nehmen können. Aber an und für sich mit 2 TB Speicher, 32 GB RAM und so seid ihr echt gut bedient. Und es ist auch einer der aktuellsten Prozessoren, die ihr von Intel kriegen könnt. Wie gesagt, da gibt es noch den KS, aber der macht keinen Sinn. Der 12.900 KF ist völlig okay. Preislich gesehen gar keine Frage. Auch top.
Also ich kann da wirklich nicht meckern. Das ist irgendwo der einzige Weg, noch an eine 4090 dran zu kommen. Zum vernünftigen Preis, sofern man den 2000 Euro als vernünftig ansehen kann. Aber wer das Beste vom Besten will, der nimmt das Geld halt so in der Hand. Na, so ist es halt. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Übrigens, ich bin jetzt wieder öfters live auf Twitch. Schaut da gerne auch mal vorbei. Und falls ihr eine Konfiguration braucht, meldet euch einfach im Discord auf unserem Server. Da gibt es ein Ticketsystem. Macht ein Ticket auf und dann können wir euch da auch weiterhelfen. Das wär's dann auch mit diesem Video. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.